Und wir haben Live-Gäste jetzt hier. Live im Pilatesstudio. Da freuen wir uns extrem, dass sie den Weg geschafft haben. Pandalux. Mit dem Song hier auf Platz 271 von Radio Pilatus seit 600 gewählt und jetzt sind sie hier. Der Silvan und der Samuel, guten Abend zusammen. Hoi. Salut. Salut, Mai. Komm, stell dich schnell selber ein bisschen vor, wer ihr seid. Ihr seid relativ neu. Und, genau. Wir sind Pandalux, wir sind eine Band aus St. Gallen und der Samuel und ich, wir sind Brüder. Mhm. Wir wohnen mittlerweile in Luzern und freuen uns darum, dass wir hier da sind. Und, ja, wir sind vier Jungs, machen seit 10 Jahren zusammen Musik und das Jahr kommt unser Debütalbum raus. Pandalux so live im Radio Pilatus Studio. Da hören wir rein, Pandalux. Wenn ihr schon mal gehört, auf Platz 271 habt ihr den Song gewählt. Und da haben wir sie jetzt mit oben. Schau dir die Häuser von oben an. Fühl dich leicht wie ein seidenes Kleid. Oben ist eure aktuelle Hitsingle, mit der sind wir momentan am Start bei den Radios. Erzähl kurz, es ist ein deutscher Song, kann man sagen, oder? Mhm. Auf Hochdeutsch. Warum nicht Mundart? Warum haben die gesagt, wir machen jetzt auf Hochdeutsch Musik? Ja, der Samuel und ich, also wir zwei, wir haben Eltern aus Deutschland und sogar einen deutschen Pass. Ja. Sind so aufgewachsen, also erste Sprache Hochdeutsch und eigentlich mehr bei Kollegen daheim, im Mittagessen Schweizerdeutsch gelernt, im Kinski und so. Und ja, es war natürlich für mich. Ich wollte klar mich können ausdrücken und ich habe mir nie überlegt, so, aha, jetzt so und, oder so, sondern es ist einfach passiert. Ja. Ja. Okay. Samuel, der Fanclub, muss man sagen, funktioniert ja, oder? Hat euch gewählt auf Platz 271. Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiss, man ist doch eigentlich ein Newcomer und schafft es trotzdem eine grosse, grosse Hitparade? Denken nicht alle Tage. Ja, unglaublich. Also man fühlt uns riesig geehrt. Man hätte dann nicht erwartet, dass wir jetzt so weit oben stehen. Merci für alle, die gewotet haben. Normalerweise kommen wir jetzt eigentlich vom Bodensee, kann man sagen, oder? Dort sind ihr daheim. Mhm. Und ihr zwei, ihr seid ja die Vierte in der Band. Ihr zwei wohnen in Luzern. Luzern, warum habt ihr gerade Luzern ausgewählt? Ja, wegen dem Studium. Ja, weil wir beide Musik studieren. Aha. Und weil Luzern einfach eine super schöne Stadt ist. Cool. Und auch einen See hat. Wir sind uns gewöhnt, am See zu wohnen. Eben, Bodensee und so, vier Rochettensee. Welcher ist jetzt so schöner? Mega unterschiedlich, finde ich. Ja. Also ich bin ja am Konsitz Luzern, eine klassische Gitarre. Und ich weiss nicht, auf drei Linden oben, oder? Und der Ausblick ist einfach der Wahnsinn. Also, ein Träumchen, oder? Das kann man auch bei euch nicht, oder? Bei euch ist alles flach dort. Ja. Ein bisschen Newcomer in der ganzen Szene. Erzähl kurz, jetzt sind wir aber doch am Open Air St. Gallen dieses Jahr. Und mit einer ganz coolen Geschichte, die spielen auf der Hauptbühne. Sind sozusagen die Band, die das Ganze neu eröffnet. Genau, ja. Es ist ein mega tolles Gefühl für uns, weil wir gehen dort seit Jahren. Also Open Air St. Gallen, wenn du von St. Gallen kommst, ist das das Festival. Und wir machen eben wirklich schon 10 Jahre zusammen Musik und jedes Jahr denkt so, oh, weißt du, wie toll und so. Genau. Und letztes Jahr haben wir, ich habe den Haar im Mund, letztes Jahr haben wir dürfen auf so einer Startrampenbühne spielen. Und ja, jetzt haben wir den Sprung geschafft auf die Zitterbühne, die Hauptbühne, Opening Act am Freitag, 1. Juli, um 3:30 vor, also eben vor diesen ganz grossen Bands, die wir feiern. Radio Pilatus!